Wenn man sich so das eine oder andere Forum zurzeit anschaute, das sich mit Börse und mit Trading beschäftigt, dann könnte man manchmal denken, es gibt gerade einen tierischen Kampf zwischen den Bullen und den Bären über die Deutungshoheit. Irgendwas dazwischen scheint es kaum zu geben. Ich versuche es ganz einfach mal so. Auf alle Fälle kann man nämlich heute sagen, so richtig Panik haben die Bullen nicht bekommen. Willkommen zu dieser Sendung. Ja, die Zinserhöhung der Fed, die hat stattgefunden, so wie erwartet. Neue Zinsspanne zwischen 0,5 und 0,75%. Es gibt wieder Zinsen in den USA. Ja, der Zinspfad ist auch steiler geworden. Die Marktteilnehmer gehen jetzt davon aus, dass die Fed im nächsten Jahr die Zinsen statt zwei sogar dreimal anheben könnte. Man wertet das als die Antwort der Fed auf Trumps Konjunkturprogramm, das ja vor allem auf Pump, also aus Steuermitteln, finanziert werden sollte. Und ja, die Steuern werden nicht reichen, also wird man wahrscheinlich eben noch mehr Schulden machen, wobei da ja schon die Republikaner im Senat klargestellt haben, dass sie das nicht so ohne weiteres alles mitmachen können. Auch Janet Yellen mahnte die Regierung Trump, die zukünftige schon mal ein bisschen Maß zu halten und die Regeln fürs Schuldenmachen zumindest mal einzuhalten. Die Inflationsprognose hat die Fed unverändert gelassen. Wenn wir uns die Daten dann gleich anschauen, werden wir sehen, zumindest aus Sicht des heutigen Monats oder der heutigen Veröffentlichung durchaus recht. Die BIP-Prognose wurde leicht angehoben. Das zeigt also auch letztendlich, dass die Fed sehr optimistisch ist, dass die Fed-Zinserhöhungen am Ende der US-Konjunktur wohl eher nicht schaden werden. Schauen wir auf die Daten, die es am heutigen Tag gegeben hat, bevor wir dann die Charts uns anschauen. Die Sendung wird lang, deswegen fliegen wir hier einfach mal schnell drüber. Wir sehen zum Beispiel Arbeitsmarkt aus Australien gemischt und genauso die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland und der Eurozone, wobei das produzierende Gewerbe ganz gut ausgefallen ist, der Service nicht ganz so gut. Nun ja, dann hat man die Einzelhandelsumsätze aus Großbritannien. Da waren die Kernumsätze auf alle Fälle ziemlich gut. Die Zinsentscheidung aus England, die wie erwartet reingekommen ist und betont hatte, dass die Risiken weiterhin groß bleiben überall auf der Welt. Und dann haben wir eben den Verbraucherpreisindex aus den USA 0,2% und auch die Kerninflation sah sogar, ja, ist nicht weiter gestiegen, 2,1% im Vergleich zum Vorjahr. So wie im Vormonat, das war sogar unter den Erwartungen sehr gut ausgefallen. NY Empires Herstellungsaktivität und Philly Fed Herstellungsindex dagegen ziemlich schwach. Die Industrieverkäufe aus Kanada und heute Abend gibt es noch eine Zinsentscheidung aus Mexiko. Da wird eine Zinserhöhung erwartet und das macht nach der Zinserhöhung der Fed auch durchaus Sinn, wie wir nachher dann gleich sehen werden. Beginnen tun wir aber mal mit dem S&P 500 und mit dem habe ich mich heute den ganzen Tag ein bisschen beschäftigt. Ich hatte überlegt, da die Unterstützung bei 2252 gehalten hat, hätte es theoretisch einen Konter geben können und das sah eigentlich so charttechnisch auch gar nicht so schlecht aus, nämlich gesetzt dem Fall, dass man wieder über die Wolke kommt, hätte man durchaus neue All-Time-Highs anvisieren können. Dann zeigte sich aber eben der Handelsverlauf im heutigen Tag doch eher seitwärts und gab dann sogar wieder leicht nach, weshalb es dann doch eher wahrscheinlicher war, auch wenn man dann eben die blaue Ichimoku Linie gesehen hat, dass es vielleicht dann eben doch auf der Unterseite zu einem Ausbruch doch kommen könnte und die Bären vielleicht doch recht gehabt haben. Wir sehen dann eben aber auch, dass wir dann wieder bei 2252 eben die Unterstützung gut gehalten hat. Die Unterstützung definiert sich vor allem aus der langen Wolkenlinie da, die wir da sehen. Und dann gab es den Ausbruch Richtung Norden. Ja. Ist das jetzt eine Sache, die man wirklich long spielen kann, langfristig, mittelfristig oder nicht? Tja, und da sagt der Ichimoku dann eben ganz klar, ja, ich bleibe erstmal seitwärts. Das bedeutet Kaufsignal aus dem Ichimoku nicht da. Wir haben zwar mal die Wolke kurz durchstoßen, aber nicht nachhaltig. Also hier ist nach wie vor ziemlich viel Unsicherheit drin. Eigentlich so wirklich bullig wird es eben erst da, wo jetzt der obere Kreis ist, nämlich über der Wolke. Wenn wir da drüber kämen, dann könnte man darüber nachdenken, einzusteigen und tatsächlich die Long-Position weiter zu spielen. Zurzeit ist das alles noch ziemlich fraglich. Wir haben morgen Hexensabbat, nicht nur in Deutschland, auch in den USA gibt es den dreifachen Ver Optionsverfall und
Da ist dann eben die ganz einfache Frage, ob die Händler jetzt noch versuchen, letztendlich eben ihre Schäflein ins Trockene zu bringen und eben nach dem Auktionsverfall dann der Freischuss kommt und die Bären dann tatsächlich doch mal ins Rennen kommen. Die Bullen sind jetzt schon so lange letztendlich in der Vorhand. Eine Korrektur wäre teilweise durchaus sinnvoll. Also wie es hier weitergeht, keine Ahnung. Wir schauen uns den Dow Jones an. Der sieht sogar ein bisschen freundlicher aus. Hier ist wenigstens dann der Blautinkan über dem Kijun gelandet und wir sind auch mit dem Kurs über der Wolke. Da, hier könnte man fast sagen, oh, es könnte fast bullig werden auf der anderen Seite. Zumindest stand zu dem Termin, als ich hier die Charts mir angeschaut habe um 18 Uhr, da war dann eben letztendlich das heutige Hoch unter dem von gestern und das ist dann doch wieder eher vielleicht ein Zeichen dafür, dass die Bäume hier doch nicht in den Himmel wachsen können. Man muss man ganz einfach mal anschauen, der Daily Chart. Ich hatte den bei eToro von für den S&P versprochen, aber der von Dow Jones sieht genauso aus. Also der orangefarbene Kijun sehen wir hier, der versucht jetzt dem blauen Tenkan entgegenzueilen. Und hier ist sogar die Möglichkeit da, dass wir dann, dass der orangefarbene Kijun dann mal aus Versehen ganz schnell über den blauen Tenkan schießt, also dass dann der Tenkan plötzlich unter dem Kijun ist, das wäre dann kein wirklich bullisches Zeichen. Und was wir hier auch sehr schön sehen ist, wie weit die Wolke vor allem entfernt ist. Die Wolke hängt immer noch bei 19.000 Punkten und wir sind inzwischen bei fast 20.000 Punkten. 20.000 Punkte ist natürlich ein sehr lohnenswertes Ziel noch für den Dow Jones, das muss man auch ganz klar sagen. Schöne runde Marke, könnte man morgen noch schnell holen vom Optionsverfall, um dann sich gepflegt mal ein bisschen zu korrigieren. Also wir sind schon klar überkauft, das muss man mal ganz klar sagen. Und eine Korrektur wäre durchaus gesund. Das wäre allerdings meiner Ansicht nach noch nicht unbedingt der Aufruf, jetzt den Crash auszurufen. Den sehe ich nicht, weil die Wirtschaftsdaten ja so schlecht auch nicht ausgesehen haben. Wie wir gerade gesehen haben, ist in der Wirtschaft durchaus auch ein gewisser Optimismus da. Das konnte man, denke ich, heute im NY Empire, in der NY Empire Herstellungsaktivität und vor allem im Philly Fed Herstellungsindex sehr gut sehen. Ja, der DAX hat sich dann am Nachmittag auch nochmal aufgeschwungen zu neuen Jahreshochs. Wir sind jetzt inzwischen tatsächlich bei fast 11.425. Was soll denn jetzt eigentlich noch kommen? Das ist die spannende Frage. Ich habe mal einfach eine nächste Linie eingezeichnet, so bei 11.800 knapp. Könnte das nächste größere Ziel warten, wenn wir denn dann die 11.425 hinter uns lassen und weiter steigen. Das hier ist der Wochenchart und da sehen wir eben auch, dass Tenkan und Kijun schön im 45-Grad-Winkel nach Norden zeigen. So weit sind sie auch nicht auseinander. Der DAX ist bei weitem nicht so überkauft, wie das beim Dow Jones ist. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Trotzdem ist hier eben die Frage, ob diese Rallye hier tatsächlich ewig weitergehen könnte. Bisher, wie gesagt, gibt es nicht so ganz große Anzeichen, dass es jetzt die Korrektur gibt. Alle die also da immer schön ein Sell nach dem anderen platzieren, das ist eine schöne Sache, das bindet viel Kapital. Ob das Ganze dann später mal aufgeht, das entscheidet eben der Markt. Solange der Markt weiter steigt, dürften die Bären es immer schwerer haben, das Ganze dann eben auszuhalten. Das ist der Nachteil, wenn man zu zeitig in solche Trading-Ideen einsteigt. Man sollte dann doch warten, bis der Markt damit macht. Der Dow Jones, nee, Quatsch, das ist der Dollar-Index hier. Der hat natürlich seit gestern Abend auch ordentlich zugelegt, hat dann auch heute weiter zugelegt. Wir sehen aber hier im Stundenchart auf alle Fälle mal, dass der Ichimoku jetzt nicht wirklich dynamisch nach Norden zeigt, sondern dass es hier eine Wellenlinien von Tenkan und Kijun gibt, die für meine Begriffe dann eher danach aussehen, dass der Dollar dann vielleicht doch irgendwann mal fertig sein wird. Aber heute auf alle Fälle bedeutet das für den Euro-US-Dollar beispielsweise, es ging weiter abwärts. Gestern schon mal ein ordentlicher Schub auf die 1,05 und dann heute bis sogar unter 1,04 Ende. Ja, muss man mal schauen. Hier sieht der Ichimoku ähnlich aus, eben nur umgedreht zum Dollar-Index. Also irgendwo wird es dann vielleicht auch eine Bodenbildung geben. Wenn wir uns den Daily Chart anschauen, dann sehen wir eben, dass wir da bei 1,03 die nächste Unterstützung haben und danach gibt es bei 1,0070 nochmal eine. Ich habe mal rote Pfeile dran gemacht an die Ichimoku-Wolkenlinien. Die dienen mir hier zumindest mal, um irgendwie Unterstützung noch zu finden. Die nächste wäre dann doch schon deutlich unter der Parität. Die
Runde Parität ist natürlich auf alle Fälle ein psychologischer Wert und demzufolge auch eine Unterstützung. Das ist ja ganz klar. Wenn wir den Monatschart, den wir dazu verwendet haben, mal ein bisschen auseinanderziehen, sehen wir aber, dass hier der Kijun und der Tenkan, ich habe die mal mit roten Pfeilen markiert, noch nach Süden zeigen. Also ob hier Ende der Fahnenstange ist, der Ichimoku zeigt das noch nicht unbedingt. Ähnliches beim britischen Pfund. Das ist gestern unter die 1,2550 gefallen, unter das Tief vom 8. Dezember. Und ja, heute ging es dann gleich mal weiter bis 1,23, 75 knapp, gut. Also bis zur nächsten Unterstützung. Das war schon ganz schön mit Schmackes. Und was wir hier sehr schön sehen können, ist, was man so als Trading-Idee ausprobieren kann. Es gab dann also die Umkehr gestern und dann gab es eine schöne Seitwärtsbewegung. Da ist dann dieser Schub, der dann diese Seitwärtsbewegung, die also nicht zu einer Erholung sich dreht, die zeigt meistens an, dass es eher noch weiter runter geht. Da kann man dann eigentlich schön im unteren Bereich, also an den knapp unter den Tiefs, eine Order setzen. Das klappt meistens ziemlich gut und dann kann man weiter Richtung Süden surfen. Ja, und dann ist man inzwischen eben bei 1, ja, bei 1,2380 fast angekommen. Wichtiger ist die 1,23 sicherlich, das Tief da aus dem November. Wenn wir da durchbrechen würden, dann kommt eben auch die 1,2090 und sogar die 1,1915, vielleicht sogar nochmal zum Vorschein. Die 1,2090 wäre dann nochmal ein wichtiges Ziel. Die spannende Frage aber ist aber auch hier dann am Ende, ob denn der US-Dollar wirklich so viel Power hat, dass es noch so tief gehen kann. Wir haben gerade im Dollarindex gesehen, könnte sein, dass diese Geschichte dann doch irgendwann mal ein Ende findet auf der Unterseite für Euro, US-Dollar und britisches Pfund, US-Dollar. Schauen wir mal auf Euro, britisches Pfund. Das war heute ziemlich volatil unterwegs. Hat auch versucht, den Abwärtstrend hier dann doch mal irgendwie zu brechen. Ist noch nicht gelungen. Wir bleiben unter der Wolke. Ja, es kann hier also durchaus auch noch ein bisschen tiefer gehen und zwar wäre dann die 0,83 nochmal ein interessantes Ziel, das Tief vom 5. Dezember. US-Dollar, japanischer Yen hat unheimlich viel Boden gut gemacht, ist dann über den Widerstand bei der 116,10 ausgebrochen und ist dann noch über 200 Pips weiter gestiegen. Das ist also schon ziemlich gut, muss man mal so sagen. Und wir sind inzwischen also bei 118,50. Allerdings Tenkan und Kijun hier inzwischen auch ein bisschen auseinander gedriftet, könnte also durchaus Korrekturpotenzial mal da sein, wenn wir uns den Daily anschauen. Der Kijun kommt jetzt in schnellen Schritten mal dem Tenkan ein bisschen hinterher. Ist auch ziemlich notwendig, sodass wir im Daily Chart auch immer noch überkauft sind. Auch die Wolke hier extrem weit weg. Nächstes Ziel könnte dann 123,65 sein, dazwischen sicherlich nochmal bei der 120,90, 121 ein Widerstand und naja, die 120 ist eine runde Marke, da wären wir sicherlich auch vielleicht dann eben aus psychologischer Sicht mal ein bisschen Widerstand finden. Neuseeland, US-Dollar gestern aus dem Aufwärtstrend ausgebrochen, sehr schön und dann ging es eben auch nur noch in eine Richtung inzwischen. Haben wir auch hier über 200 Pips verloren? 0,70, 20 inzwischen. Ja, hier also auch komplette Umkehr. Wichtiger ist aber im Neuseeland-Dollar, US-Dollar, die 0,6970. Die hat bis jetzt ja immer gehalten als Unterstützung und bricht die, dann könnte es nochmal richtig bitter werden. Ein schönes Ziel könnte dann 0,68 10 sein, da haben wir da auch so eine längere Ichimoku-Linie. Sowas macht sich dann eigentlich in der Regel immer ganz gut als Unterstützung oder eben als Widerstand, in dem Fall hier als Unterstützung. Auf alle Fälle ist das Ganze jetzt hier natürlich sehr bärisch. Wer genau hinschaut, sieht den blauen Tenkan, den orangefarbenen Kijun neben der gestrigen roten Kerze, dass sie sehr schön nebeneinander Richtung Süden zeigen. Das ist ein gutes Zeichen, dass hier das Ende wohl noch nicht erreicht sein dürfte. Das gilt natürlich auch für den australischen Dollar.
der also auch aus dem Aufwärtstrend ausgebrochen ist, was auch sonst gegen den US-Dollar. Der US-Dollar hat eben heute wirklich hat heute wirklich alles platt gemacht, das muss man ganz klar sagen. Also alles, was da als Bullen unterwegs war, das haben die Dollarbären dann eben, also die Dollarbullen haben zum Beispiel die Aussie-Bullen dann den Garaus heute gemacht. 0,7360 ist dann auch schon mal gefallen und im Daily Chart sehen wir 0,7310 könnte das Ziel sein. Das war das, was ich auch schon mal am Freitag avisiert habe. Dank der Fed wird das jetzt fast so, wie ich das vorhergesagt habe, letztendlich tatsächlich auch umgesetzt. Das ist immer schön, wenn man sowas mal sehen kann. War das Zufall? Na, nicht so ganz, weil ich hatte ja damit gerechnet, dass der US-Dollar eventuell nochmal stärker werden könnte, wenn dann eben die Fed ja ihre Projektionen präsentiert. 0,7145 wäre bei einem Bruch der 0,7310 auch noch ein Ziel. Wie gesagt, ob der Dollar dann tatsächlich noch so schwach wird, das ist zurzeit noch schwer abzuschätzen. Gold ging auch ordentlich unter. Gold ja zuletzt so mit einer kleinen Erholung, die aber nicht so richtig nachhaltig ausgesehen hat. Und dann ist eben auch hier der Aufwärtstrend gebrochen. Und nun sind wir auf dem Weg zu 1115. Mal schauen, ob die dann hält. Zurzeit sieht der Ichimoku im Daily Chart auch noch ziemlich bärisch aus. Aber natürlich nimmt auch hier der überverkaufte Status langsam zu. Noch wilder war es bei Silber. Das hat dann seit gestern, also das ist schon wirklich irre, das hat es also regelrecht zerlegt. Heute minus 5,2% verloren auf unter 16 Dollar wieder. Hier sind wir sogar schon weiter als meine Prognose für diese Woche war. Und gefallen und brechen wir jetzt noch unter die 15,85 durch, dann könnten wir sogar unter 15 Dollar wieder fallen, also letztendlich auf die Tiefs von Anfang dieses Jahres, Ende letzten Jahres. Wer hätte das gedacht, dass das so schnell gehen kann? In die andere Richtung ging es beim US-Dollar, norwegische Krone, klar, da steht der Dollar ja auch oben und demzufolge sind dann eben die Dollarbullen heute losmarschiert gegen die Norweger. Es war ein bisschen volatil heute Vormittag, als dann die norwegische Notenbank im Prinzip das gemacht hat, was alle erwartet hatten. Aber dann drehten die US-Dollar-Bullen wieder auf und wir sind inzwischen bei 8,70 angekommen. Da gibt es nochmal einen wichtigen Widerstand bei 8,71,90, 8,72. Da haben wir auch so eine lange Wolkenlinie. Das könnte nochmal interessant werden. Brechen wir da durch, dann könnten sogar die Hochs von Anfang des Jahres bei fast 9 wieder ein Thema werden. US-Dollar, kanadischer Dollar hat eine sehr schöne Bewegung gemacht. Gestern erst einmal, das war so kurz bevor Janet Yellen die Entscheidungen der Fed bekannt gegeben hat. Da haben wir erstmal den Aufwärtstrendkanal auf der Unterseite getestet. Der hat dann schön gehalten und dann ging es mit Schmackes Richtung Norden. Und wir sehen, das ist eine sehr nachhaltige Bewegung. Also hier ist wirklich eine klare Umkehr gekommen und wir sollten jetzt tatsächlich auf der Oberseite wieder angreifen können. 1,3650 und darüber die 1,38, das könnten die nächsten Ziele sein. Der Aufwärtstrend hat auf alle Fälle hier weiterhin gut gehalten und das sieht zurzeit ziemlich bullig aus, auch wenn der Ichimoku mit Tenkan und Kijun noch nicht so ganz gedreht hat. Das ging jetzt dann doch ein bisschen schnell und zackig und auch der hellblaue Nachläufer ist noch irgendwo in den Kursen zu finden. Aber diese zwei langen grünen Kerzen, die sprechen doch dafür, dass hier auf der Unterseite erstmal nicht viel zu holen ist. US-Dollar, mexikanischer Yuan, da sehen wir auch. Zuletzt, ja, wir wissen ja, nachdem Donald Trump gewählt worden ist, hatte ja der US-Dollar gegen den Peso sehr deutlich gewonnen. Ist der Peso sehr schwach geworden. Zuletzt konnte der Peso wenigstens ein bisschen was von seinen Verlusten zurückholen. Aber dann kam eben Janet Yellen gestern und das war wieder, ja, nicht gut für den Peso. Der Peso also zurzeit latent schwach und das wird wohl der Grund sein, weshalb die mexikanische Notenbank wohl heute 20 Uhr die Zinsen anhebt, also nachdem diese Sendung aufgezeichnet wurde. Skepsis gibt es ja, was die Umsetzung der OPEC-Beschlüsse betrifft, um die Fördermengenreduzierung. Da hat die OPEC jetzt eine neue Idee. Die OPEC-Staaten sollen die Ölexportpläne offenlegen.
damit mehr Vertrauen in die Maßnahme kommt. Das wäre dann auch gut notwendig, denn wir sehen hier am Wochenende gab es ja nochmal einen kleinen ein Gap letztendlich, nachdem sich auch Nicht-OPEC-Mitglieder dazu überreden lassen haben, die Förderreduzierung mitzutragen, die OPEC da eben geplant hat. Aber es bröckelte dann eben auch schnell der Preis wieder ab. Wir sind jetzt hier doch eher im Abwärtstrend. Heute ging es dann mal auf die 50-Dollar-Marke, die hat dann gehalten. Ist eben auch so, nicht? Wir haben hier vom Tief, ja, was ist das hier, dem 9. Dezember so, bei 49,50 ein Tief, das ist die eigentliche Unterstützung, aber natürlich die 50 ist so eine psychologische Marke, die dann natürlich auch gerne als wichtige ja, Unterstützungsregion für die Marktteilnehmer fungiert. Von da dann wieder eine kleine Erholung, muss man mal schauen, wie es weitergeht. Ist auch eine ziemlich scharfe Erholung. Wir hatten heute hier auch gesehen, es gab gestern schon mal eben aufgrund des starken Dollars einen ordentlichen Abverkauf, dann eine Seitwärtsbewegung, wo es keine wirklich nachhaltige Erholung gegeben hat. Und da kann man dann schon immer davon ausgehen, dass es wahrscheinlich gleich mal noch den nächsten Schub gegeben hat. Den hat es dann heute gegeben. Ich war zum Beispiel dabei. Hurra! Die Commerzbank erwartet in der Eurozone, dass der HVPI sich von November auf Dezember fast verdoppelt. Der Volkswirt Christoph Weil äußerte sich heute in Medien, dass nach den 0,6% im November im Dezember 1,1% zu erwarten wären. Ursache ist ein Basiseffekt bei den Energiepreisen, zeigt aber vor allem auch eins, auch die Eurozone wird wohl eher oder später mit Inflation zu tun bekommen. Und ob die Fed dann bereit ist, letztendlich eben entsprechende Maßnahmen zu beschließen, auch wenn das wahrscheinlich den Südstaaten ja nicht so gut bekommen würde, das muss man dann mal sehen. Die Befürchtung ist, dass das eben genau nicht passiert. Und dann könnte die Inflation ein Problem werden, auch politisch. Denn wenn für die Leute alles teurer wird, das werden sie dann spüren. Und nächstes Jahr sind einige wichtige Wahlen. Also die EZB könnte hier eine unrühmliche Rolle eventuell spielen und dem Populismus vielleicht sogar Tür und Tor öffnen. Schauen wir einfach mal, wie das Ganze wird. Ja, Populismus. Die Frage ist ganz einfach immer, was ist eigentlich Populismus und ist es immer negativ und wer ist eigentlich am Populismus schuld? Zum Teil zum Beispiel der Bundestag. Heute gab es eine Abstimmung über die Zukunft des Atommülls und vor allem, wer dafür haftet. Und ja, es ist wie immer, warum soll eigentlich immer das Kapital und vor allem die, die damit Massen an Gewinn gemacht haben, haften? Nein, es haftet wie immer der Steuerzahler. Das hat heute der Bundestag beschlossen. Er hat die Energiekonzerne heute aus der Haftung für die Zwischen- und Endlagerung für Brennstäbe genommen. Das macht also in Zukunft die Bundesrepublik und damit eben der Steuerzahler. Was ich erschreckend finde, ist, dass für so ein Konzept sogar die Grünen gestimmt haben. Herzliches Beileid. Schauen wir mal auf RWE. Die Marktteilnehmer haben offenbar damit gerechnet, denn für RWE ging es heute trotzdem um fast 1,4%. Nach Süden. Yahoo hat auch keine guten Nachrichten produziert heute. Yahoo und der Datenklau scheint eine Never-Ending Story zu bekommen. Es gab ja schon einmal eben solche Meldungen fürs Jahr 2014. Im Jahr 2013 soll es jetzt einen noch schlimmeren Angriff gegeben haben auf die Daten von Yahoo. Betroffen sollen über 1 Milliarde Nutzer gewesen sein. Und das hat die Yahoo-Aktie heute verdientermaßen um über 5% Richtung Süden geschickt. Donald Trump und der Klimaschutz, das scheinen ja keine besonders guten Freunde zu sein. Das schwant auch jetzt inzwischen den US-Klimaforschern, denn Donald Trump hat einige Äußerungen getätigt und auch einige aus seinem Umfeld, die eher dafür sprechen, dass man Klimaforschung insgesamt für ja, mehr so Ketzerei scheinbar hält. Also man will da die Mittel einschränken und zum Beispiel die NASA soll sich überhaupt nicht mehr um Klimaschutz kümmern und um Messungen. Und ja, man hat also auch Angst um seine Daten offenbar. Jedenfalls haben die US-Forscher nach einem Spiegelbericht von heute begonnen, ihre Daten ins Ausland zu bringen, damit sie sicher sind vor ja,
der Zerstörung von Donald Trump offenbar. Wen das näher interessiert, der Spiegelbeitrag ist bei mir auf der Facebook-Seite verlinkt. Das Europaparlament hat einen Brief an den EU-Ratspräsidenten Tusk, heißt der, geschickt. Das war sozusagen eine der letzten Amtshandlungen von Martin Schulz. Das EU-Parlament will gerne mitsprechen bei den Brexit-Verhandlungen. Finde ich richtig. Das Problem ist bei der ganzen Geschichte, wenn das Europaparlament bei irgendwas mitspricht und sich dann sowieso keiner dafür interessiert, dann frage ich mich natürlich erstens, warum war ich überhaupt bei der Europaparlamentswahl? Und zweitens, wozu gibt es dieses Europaparlament überhaupt? Ich erinnere nur an die Tatsache, dass das Europaparlament vor kurzem beschlossen hat und entsprechend mit überwältigender Mehrheit abgestimmt hat, dass die Beitrittsverhandlungen zwischen der Europäischen Union und der Türkei auf Eis gelegt werden, also erst einmal beendet werden, bis die Türkei wieder auf den Pfad der Demokratie zurückgefunden hat und eben der Werte, die die Europäische Union letztendlich als ihre Werte vertritt. Das haben 27 von 28 EU-Außenministern letztendlich einfach mal ignoriert. Und der 28., der letztendlich im Sinne des Europäischen Parlaments abgestimmt hat, der wird dafür von der sogenannten Mainstream-Presse zurzeit ordentlich verprügelt. Das ist der österreichische Außenminister, der Herr Kurz, dem ich da eigentlich in der Beziehung für seine Standhaftigkeit nur gratulieren kann. Am Freitag gibt es auch noch ein paar Daten, Verbraucherpreisindex aus der Eurozone. Schauen wir mal, das sind die für den November. Die Zinsentscheidung aus Russland, da wird auch nichts erwartet. Und dann gibt es die CBI-Trends für die Industrieaufträge aus Großbritannien. Die Erwartungen sind nicht wirklich rosig. Und auch die Baugenehmigungen und Baubeginner aus den USA ist die Prognose mal schlechter als im Vormonat. Naja, dann wird ja nicht so viel schief gehen. Tja. War wieder eine lange Sendung. Ich hoffe, es war interessant und informativ. In diesem Sinne danke für die Aufmerksamkeit und bis morgen.